Wer sich in einem Video erklären lassen möchte, warum der Himmel blau ist oder wie die Löcher in den Käse kommen, der hat zwei Möglichkeiten. Entweder zu warten, bis das Thema im Fernsehen, bei der Sendung mit der Maus oder Wissen macht A vorkommt, oder YouTube zu checken. Denn dort blasen jetzt die Wissens-YouTuber zur Bildungsoffensive. Diese nennen sich Dorfuchs, Mr. Wissen2Go oder die Klugscheißerin. Und erklären Kindern und Jugendlichen binomische Formeln, die französische Revolution oder Malevichs schwarzes Quadrat. Einer von ihnen, Borja Schwember, spezialisiert auf die Mysterien des Alltags. Als Doktor Allwissend beantwortet er Fragen seiner Community mit Humor und Digitalkompetenz. Guten Morgen, Allwissende. Marvi Hemmer fragt mich: Warum macht Facebook süchtig? Nun, der Stoff, der bei Facebook süchtig macht, nennt sich soziale Anerkennung und ist für sich genommen eigentlich vollkommen harmlos. In der Regel denken wir ja alle von uns selbst, dass wir im Großen und Ganzen eine ziemlich coole Sau sind. Ich bin echt ein guter Fotograf. Und überhaupt auch irgendwie eine ziemlich coole Sau. Rund 380.000 YouTube-Abonnenten hat Schwember mit seinem Spagat aus Anspruch und Unterhaltung schon überzeugt. Der selbsternannte Edutainer kennt eben sein Publikum. Und er weiß, wie man die Aufmerksamkeit der Digital Natives auf Wissensthemen lenken kann. Also für das Medium YouTube, da eignen sich eigentlich alle Themen. Aber für mein Format jetzt, also in diesen 3-Minuten-Videos, da kann man wahrscheinlich nicht alles beantworten. Beziehungsweise man kann die Sachen dann nur oberflächlich anreißen oder vielleicht die Leute den Leuten so einen Denkanstoß geben. Seine Zuschauer sind dankbar für diese Denkanstöße. Im Kommentarbereich diskutieren sie seine Thesen, posten Artikel oder bringen ihre eigenen Erfahrungen ein. 29 Millionen Views hat Dr. Allwissend mit diesem Konzept bereits eingesammelt. Und dieser Erfolg macht auch Fernsehmacher neugierig auf die Kollegen im Netz. Etwa Ralf Kaspers, Moderator von Wissen macht A. Dass der aber trotzdem lieber beim Fernsehen bleibt, als seinen eigenen YouTube-Kanal aufzuziehen, hat viele Gründe. Vor allem aber Teamwork. Wenn diese Leute für eine Sendung arbeiten, die ihnen Spaß macht, wie beispielsweise Wissen macht A, dann reißen die sich Arme und Beine aus und das ist einfach toll. Das macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob das bei YouTube auch so sein könnte. Aber es kostet einfach viel Geld und das wird schwierig. Reportagereisen zu Kernphysikern können sich die YouTuber bislang ebenso wenig leisten wie Einspielfilme oder Experimente im Studio. Dr. Allwissend ist eben eine One-Man-Show. Und die Qualitätskontrolle übernimmt bei ihm kein Redaktionsleiter, sondern die Community. Ja, also ich sehe das Ganze ja eher so wie so ein Dialog zwischen mir und der Community. Und dann ist es klar, können die natürlich, wenn ich was Falsches erzähle, dann auch sagen, hey, das war Quatsch. Dieser Dialog mit dem Publikum ist Teil des Erfolgsrezepts der Wissens-YouTuber, ist der Medienpädagoge Jörg Hagel überzeugt. Denn anders als in der Schule muss sich den Unterricht von Dr. Allwissend niemand ansehen. Zur YouTube-Nachhilfe kommen die Jugendlichen freiwillig. Und die wissen ganz genau, welcher Wissens-YouTuber zu ihrem Lernstil passt. Und das ist der Reiz an YouTube-Videos. Ich wähle nicht nur das Tempo aus, dadurch, dass ich immer wieder zurückspulen kann und meinen Wissensschritte in der Geschwindigkeit begehe, wie ich sie ja gerne möchte, sondern ich wähle auch meine Lehrperson und die Methode aus. Und vielleicht ist das wirklich Revolutionäre an den Wissens-YouTubern. Ihr Angebot muss nicht den Eltern gefallen, damit diese bereit sind, Geld in die Nachhilfe ihrer Kinder zu stecken. Und auch ein Programmdirektor müssen Dr. Allwissend und Co. nicht von der Sinnhaftigkeit ihres Sendungskonzepts überzeugen. Wissens-YouTuber wenden sich ausschließlich an die Jugendlichen selbst. Mit ihrer ganz persönlichen Sicht der Dinge. Und deshalb legt Schwember auch keinen Wert auf inhaltliche Unterstützung durch Fernsehsender oder Medienhäuser. Also wenn jetzt jemand noch ein bisschen für mich recherchiert, fände ich das nicht schlecht. Aber ich merke, dass ich zum Beispiel die Texte wirklich selber schreiben muss. Und das muss irgendwie von mir kommen und das muss so sein. Das muss mit meiner Stimme gesprochen sein, sonst funktioniert das nicht. Ohne ihren persönlichen Ton wären die Wissens-YouTuber nur eine Art Telekolleg im Internet. Mit Videounterricht nach Lehrplan. Und das Erreichen irgendwelcher Lernziele interessiert in der YouTube-Community kaum. Hier verlässt man sich auf etwas ganz anderes, auf die Neugierde der User.